Severin, hartes Stück Arbeit heute, oder? Ja, auf alle Fälle. War schon fast so ein Tag wie in Kusamo mit zwei Wettkämpfen an einem Tag, aber hat ja ein glückliches Ende genommen. Warum hast du dir unbedingt diesen Zeitband ausgesucht? Ich habe gehört, du wolltest unbedingt, dass heute hier gesprungen wird und dass wir dann morgen die Quali in Garmisch haben. Ja, ich hätte auch nichts gegen einen Ruhetag, so ist es nicht, aber im Endeffekt war so Weihnachten einen Tag länger und das war sicher auch nicht verkehrt. Gut, es gleicht sich aus. Zum Wettkampf, Gregor Schlierenzauer hat natürlich die Zähne gezeigt, ne? Das auf alle Fälle. Er ist jetzt sehr gut gesprungen in den zwei Wettkampfsprüngen. Hat mal was angemeldet, aber es gibt genug, die was angemeldet haben. Und deswegen, die Tournee ist lang, sind 4 Wettkämpfe mit 8 Sprüngen und deswegen, da wird vielleicht auch noch viel passieren. Aber du hast jetzt auch die Coolness, sagen wir mal, mit der Situation wirklich so umzugehen und dann, wenn es drauf ankommt, dann klingst du wieder die Sprünge aus, die annähernd perfekt sind. Hoffentlich. Also Garmisch ist ja die Chance, die mir in den letzten Jahren nicht so wahnsinnig gelegen ist und deswegen bin ich froh über den heutigen Tag, über den Einstand und dann geht es morgen weiter und dann werde ich mit Garmisch auch noch mal ein Wörtchen reden und was gut machen. Du, die haben wir umgebaut hier mit den Windnetzen. So, ja, das genau. Ist jetzt eine Freundschanze. Hoffentlich. Danke. Ja, bitte. Ja, jetzt kommt hier mit